Die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft SWG ist jetzt auch auf Schienen unterwegs. Am 7. August 2019 übergab der Schweriner Nahverkehr auf seinem Gelände in der Ludwigsluster Chaussee vor gut 30 Gästen eine Straßenbahn mit SWG-Werbung. Bevor die Bahn zu einer kleinen Schwerin-Tour startete, sprachen sowohl der SWG-Vorstandsvorsitzende Guido Müller als auch der Nahverkehrsgeschäftsführer Wilfried Eisenberg ein paar Worte. Derart geschmückt wird die auf den Namen Georg Adolf Demmler getaufte Straßenbahn nun die nächsten 5 Jahre durch unsere Stadt fahren.